Liebes Publikum, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen zu einer hoffentlich spannenden Diskussionsrunde mit dem Titel Der Kipppunkt in Sicht. Wie können wir den Klimawandel noch aufhalten? Mein Name ist Viola Kiel, ich bin Redakteurin im Ressort Green bei Zeit Online und führe Sie durch die kommenden ungefähr 1,5 Stunden. Und jetzt verrate ich Ihnen, mit wem Sie es heute Abend zu tun haben. Auf dem Podium werden sitzen Herr Matthias Mirsch, seit 2005 Mitglied im Deutschen Bundestag und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Vielleicht können Sie mal kurz winken oder aufstehen. Genau. Außerdem Frank Westhoff, ehemals Manager bei Volkswagen, mittlerweile unter anderem Moorexperte beim NABU und seit 2020 auch Mitglied im Kuratorium. Dann ist Marco Schulz hier, Managing Director und Gründer des Solarunternehmens SafeRay. Ich begrüße außerdem Herrn Olaf Otto Becker, Fotograf, dessen Bilder Sie auch hier im Rahmen der Ausstellung sehen können. Und seit mehreren Jahrzehnten hält Herr Becker fotografisch fest, wie sich die Ökosysteme der Welt verändern und wird uns dazu hoffentlich auch ein paar Einblicke heute Abend geben. Und dann ist Herr Olaf Tschimke hier, bis 2019 Präsident des Deutschen Naturschutzverbands und seitdem Vorsitzender der NABU International Naturschutzstiftung. Herr Tschimke wird gleich noch ein paar begrüßende Worte sagen, von mir deswegen nur noch ungefähr 2 Sätze, worüber sprechen wir heute. Es geht um Kipppunkte und wenn man im Zusammenhang mit der Klimakrise über Kippelemente spricht, geht es in der Regel um Mechanismen innerhalb des globalen Klimasystems, die, wenn sie instabil werden, was durch steigende Temperaturen passiert, zu Kettenreaktionen führen können, die die Erwärmung weiter verstärken und das so weit, dass es für uns unkontrollierbar wird, mit der Konsequenz einer Katastrophe für uns alle Bewohnerinnen und Bewohner des Planeten mit einem Ausmaß, das wir uns überhaupt nicht ausmalen können. Stand der aktuellen Forschung, selbst bei 1,5 Grad, worauf wir relativ stringent zusteuern, sind 5 der 16 bekannten Kippelemente riskant sozusagen, also sind in Gefahr. Und das, glaube ich, ist, also es besteht Handlungsbedarf, das ist uns allen klar, es besteht Diskussionsbedarf darüber, wie. Und dazu kommen wir gleich, aber jetzt, Herr Tschimke, dürfen Sie. Ja, herzlichen Dank. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Olaf Tschimke ist mein Name, Vorsitzender der NABU International Naturschutzstiftung. Der NABU ist international ja seit vielen Jahren unterwegs und die Stiftung versucht durch Projekte auch zu zeigen, wie man es anders machen kann. Wir sind in 42 Projekten in Asien, Afrika, Europa, Deutschland aktiv und in 25 Ländern zurzeit als Stiftung. Es gibt aber auch noch eine internationale Abteilung des NABU-Bundesverbandes, mit dem wir eng zusammenarbeiten, die auch in den meisten Ländern, in denen wir aktiv tätig sind, auch arbeiten. Sie wissen selbst, dass der NABU Deutschlands größte und schönste Umweltorganisation ist mit 880.000 Mitgliedern und Förderern. Und wir kämpfen natürlich seit langem oder setzen uns auseinander mit den Themen, auch mit dem Thema, über das wir heute diskutieren. Was ich machen möchte, ich möchte mich allen erst mal herzlich bedanken. Ist, glaube ich, schon außergewöhnlich, ich habe das eben schon gesagt, außergewöhnlich, dass alle Referenten, wir sind ja schon eine ganze Woche unterwegs, alle gekommen sind, wir gar keine Ausfälle hatten. Das ist in diesen Zeiten etwas Besonderes und freue mich, dass wir tatsächlich uns auch wieder mal persönlich sehen können, was in diesen Zeiten auch außergewöhnlich ist. Diese Resonanz war in der ganzen Woche unterschiedlich, die Resonanz hier, aber wenn man aufschaut, was im Internet passiert ist, auf dem YouTube-Kanal, waren doch immer mehrere hundert Menschen, die uns zugeschaut haben und sich für die Themen interessiert haben. Das zeigt, dass wir die richtigen Themen gesetzt haben. Heute
reden wir über das Thema Klimawandel. Hängt natürlich mit all den anderen Themen auch zusammen. Man muss es halt zusammen denken, man muss raus aus den Silos, man muss es zusammenführen und das ist unsere große Aufgabe an dieser Stelle. Ich will einen Dank aussprechen, ganz besonders an mein Riesenteam. Wir sind also 9 Personen, die 6 Stellen bekleiden als Stiftung und die haben das hier auf die Reihe gebracht. Da könnt ihr richtig stolz drauf sein und ich bin dann auch stolz auf euch und ich finde das wunderbar. Ich will mich bedanken bei der Neumann-Stiftung, die uns mit gefördert hat, die auch an einigen der Themen auch selber großes Interesse hat. Ich sitze ja im Kuratorium oder der Neumann-Stiftung und wir setzen uns sehr auseinander mit dem Thema Ernährung und Kleinbauernförderung, was auch eine zentrale Aufgabe ist. Und deswegen war es gut, dass wir hier das auch ein Stückchen weit zusammenführen können. Ganz, ganz, ganz besonders bedanken will ich mich aber bei den Künstlern, die hier auch ja eine schwere Zeit hatten, wirklich 2,5 Jahre war eigentlich nichts. Es gab keine Ausstellung, man konnte vielleicht ein bisschen was im Internet machen, aber man ist nie in Kontakt mit der Gesellschaft gekommen und das ist, glaube ich, auch für die Künstler eine ganz, ganz schwere Zeit gewesen. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass wir uns hier mal wieder direkt treffen können. Und was wäre wir ohne Marianne Kapfer, unsere Kuratorin von Nu Art Berlin, die uns eben diese Verbindung geschaffen hat. Wir als NABU hätten diese Verbindungen so auch nicht und sie hat uns mit den Künstlern in Kontakt gebracht. Mit einigen ist ja auch schon eine sehr enge Zusammenarbeit entstanden, mit einigen auch schon eine Freundschaft entstanden und wir werden das sicher auch die nächsten Jahre so weiter pflegen, weil diese Veranstaltung ist, glaube ich, schon, diese Veranstaltungsserie ist, glaube ich, schon in Deutschland einmalig, dass also sich Naturschutz mit Kunst auseinandersetzt und wir verschiedene Blickwinkel auf die Herausforderungen unserer Zeit haben. Und heute wollen wir wieder einen besonderen Blickwinkel auf eines der zentralen Herausforderungen. Neben der Biodiversitätskrise ist es die Klimakrise, wollen wir den Blick drauf werfen. Beide hängen auch zusammen und deswegen freue ich mich auf die interessanten Diskussionen, die wir später haben werden. Also nochmal ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen und lassen Sie uns jetzt diskutieren, nachdem der Vortrag von Frank Wirsthoff gekommen ist, der ja auch hier zeigt an Beispielen, wie man auch etwas verändern kann. Wir wollen nicht nur in die Vergangenheit gucken, was alles schiefgelaufen ist. Wir wollen auch nach vorne gucken, wo Lösungen sind. Das ist unsere Herausforderung. Sie sollen also nicht hier rausgehen, nur depressiv, sondern mit dem Mut, dass wir auch die Zukunft schaffen werden. Wir sind es übrigens unseren Kindern und Enkeln auch schuldig. Übrigens nicht nur unseren, sondern auch den wunderbaren Tieren auf diesem Globus und den wunderbaren Pflanzen, die uns natürlich allein das erlauben, dass wir hier leben dürfen auf diesem wunderbaren Planeten. Deswegen also hoffe ich auf eine tolle Diskussion und wünsche uns einen sehr interessanten Abend. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Olaf. Tut mir leid, dass ich dich jetzt wahrscheinlich erstmal enttäuschen muss, weil im Vortrag geht es jetzt erstmal nicht um die konstruktiven Lösungen, sondern ein bisschen um die Probleme. So sieht es im Moor aus, wenn es heil ist, dann wächst der Sonnentau da, eine tolle fleischfressende Pflanze, die darf auch noch Fleisch fressen, auch in veganen Zeiten. Moore, die verhinderten Helden des Klimaschutzes, früher hat man immer gesagt, das sind die verborgenen Helden, weil Moore so ein bisschen abseits sind, aber ich will darauf, sie sind verhindert. Sie könnten unsere Helden im Klimaschutz sein, aber wir kriegen es im Moment gerade nicht im erforderlichen Maße hin. Warum müssen wir das überhaupt tun? Wälder ist ungefähr ein Drittel der Erdoberfläche, da ist ziemlich viel Kohlenstoff drin. Und wenn wir die Wälder kaputt machen, dann geht das als Treibhausgas in die Atmosphäre. Aber Moore sind nur 3% der Erdoberfläche und haben doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert wie alle Wälder der Erde. Man sieht das nicht und viele wissen es auch nicht, obwohl es sich immer weiter rumspricht. Deswegen, wenn in den Mooren was nicht stimmt, und dieses Kohlenstofflager sich in die Atmosphäre verabschiedet, dann kriegen wir ein richtig großes Problem. Mit Mooren haben wir es ja teilweise so ein bisschen eher weniger. Da gibt es eine Menge Vorurteile.
Viele schätzen es zwar so als Tourismusziel und fahren mit dem Fahrrad, wenn es Moorpfade gibt in der Lüneburger Heide oder auch rund um die Binnenalster, was auch ein altes Moor ist, die Moorweide kennen Sie alle. Das heißt aber nicht, dass die größten Flächen eigentlich weltweit eher unwegsam, eher menschen- und siedlungsfeindlich sind und einfach ein Naturraum sind, der für sich selber existiert. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wir sie so ein bisschen aus dem Fokus verloren haben. 95% der Moore in Deutschland sind trockengelegt, funktionieren also nicht mehr als richtiger Lebensraum und emittieren richtig viel, tonnenweise pro Jahr und pro Hektar. Das ist richtig viel. Also das ungefähr ein durchschnittliches Auto emittiert ungefähr 3,5 Tonnen im Jahr und da kommt so ein Hektar landwirtschaftliche Fläche, die schafft, kommt locker aufs 10- bis 12-fache, ohne dass man was davon sehen würde und ohne dass man es will vor allen Dingen. Und in einigen Bundesländern, die eben sehr viele Moore haben, wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, das sind hier die 27% aller Treibhausgasemissionen in Mecklenburg kommen aus zerstörten Mooren. Keiner tut im erforderlichen Maße wirklich etwas dagegen und das, was als rohstofflich genutzt wird, also Stichwort Torfabbau, das ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Das meiste, 97%, was da emittiert wird, passiert wirklich aus Versehen, ohne dass jemand das ausdrücklich möchte und ohne dass jemand etwas davon hat. Also einfach so für nichts. Ist ja wurscht. Deswegen habe ich die Wurst dahin gemacht. Hier so ein schematisches Bild der Atmosphäre. Wir haben so einen Oberboden, wo die ganzen Organismen sich bewegen. Irgendwann sackt das dann alles nach unten ab. Nach ein paar Millionen Jahren wird es Öl, Gas oder Kohle. Und wenn es erst ein paar tausend Jahre alt ist, dann ist es noch als Torf oben. Aus Öl, Gas oder Kohle machen wir Wirtschaft, leben wir, heizen wir, fahren wir Auto, fliegen wir, machen jede Menge wirtschaftliche Tätigkeiten, leben unser Leben damit. Aber was aus den trockengelegten Moorflächen emittiert wird, da hat niemand etwas davon. Das ist einfach ein Betriebsunfall und das kriegt man in den vergangenen Jahren eben in deutlich stärkerem Maße mit, als man das bisher wusste. Aber da gilt jetzt mein Lieblingszitat von Wolfgang Neuss, die Älteren kennen ihn noch, ein berühmter Kabarettist aus den Zeiten der Studentenbewegung. Stell dir vor, man weiß, wie es geht, aber keiner kriegt es hin. Und das ist das, was Olaf sagte, gerade der NABU und andere Organisationen, Universitäten, Forschungseinrichtungen haben jede Menge Rezepte entwickelt, wie man Moore erfolgreich renaturieren kann, aber es wird nicht in erforderlichem Maße einfach angewandt. Da kommen wir sicher im Laufe der Diskussion dann drauf, woran das tatsächlich liegt. Und es ist wirklich relevant, das ist mal so die Moorverteilung allein in den demokratischen Ländern. Wir haben noch weiter östlich noch deutlich mehr Moore, auch weiter südöstlich und weiter südwestlich, also in Brasilien, in Indonesien und in Sibirien sind sicherlich die allergrößten Moore, die aber allerdings auch deutlich weniger stark geschädigt sind, jetzt mal vom Permafrostboden abgesehen, wo es jetzt in den nächsten Jahren aufgrund des Auftauens auch kritisch wird. Aber wir sehen hier, dass gerade Norddeutschland, Nordwestdeutschland, also schleswig-holsteinische Küste, Elbe-Weser-Dreieck, Ostfriesland, Emsland, Saterland, die Täler in Mecklenburg-Vorpommern und das Odertal hier doch größere Teile, mehr als 50% Anteil von Moorböden haben. Und richtig heftig wird es dann in den baltischen Staaten und in Finnland, wo teilweise 80-90% wirklich nur Torf sind. Und entsprechend wirken dann natürlich auch Trockenlegungsmaßnahmen, weil Moore eben nur funktionieren, wenn sie trocken sind. Das mal so ein Vergleich, das ist so ein typisches trockengelegtes Moor, wo Landwirtschaft, Graswirtschaft betrieben wird, Graslandwirtschaft betrieben wird und wenn da CO2 rauskäme, schafft der Beamer jetzt nicht ganz, aber dann würde man da nichts mehr sehen. Dann wäre das wie abends um 8 jetzt im Herbst, dann wäre es nämlich dunkel, weil da quillt es den ganzen Tag und die ganze Nacht raus.
Dies ist ein Beispiel eines Moores. Wir haben das mal simuliert bei einem NABU-Projekt, was passieren würde, wenn wir nichts machen. Das ist ein Moor in der Nähe von Wolfsburg, das große Moor, eines der größten Moore in Norddeutschland, ungefähr 6.000 Hektar, also so 7.000 Fußballfelder, also mehrere hundert Mal die Bundesliga als Wochenendtermin, jetzt mal umgerechnet. Da hat man in Teilen, hat die Torfwirtschaft renaturiert, diese kleinen nassen Polder. Das ist eher weniger gut gelungen. Und wir haben jetzt mal geguckt, ich hoffe, die Animation funktioniert. Was passiert, wenn wir nichts machen? Sie sehen oben die Jahreszahlen an einem Polder und wie langsam die Torfauflage verschwindet. Und irgendwann, so im Jahre ungefähr 200 Jahren, 250 Jahren, ist alles weg. Und dann steht man da 3 Meter niedriger und das kann man jetzt schon sehen. Das ist bei Cuxhaven, habe ich das neulich in einem Moorprojekt fotografiert, wo wir zufällig, sah ich das, ein schönes Beispiel, den Birken, die in trockenen Mooren wachsen, verschwindet der Boden unter den Wurzeln. Die stehen irgendwann in der Luft, das können Sie in fast jedem trockengelegten Moor beobachten. Da geht es in den trockenen Jahren teilweise 4-5 Zentimeter, ist der Boden abgesackt und wandert direkt in die Atmosphäre. Also viele Moore, an die man herankommt, die also insbesondere ehemalige Torfabbauflächen, nicht funktionierende Waldflächen in Skandinavien oder auch Flächen, die für die Landwirtschaft gar nicht mehr funktionieren, weil die Böden ausgelaugt sind. Das ist low-hanging fruit, da müssen wir ran und wir wissen, wir müssten ungefähr 50.000 Hektar allein in Deutschland renaturieren und wir schaffen vielleicht 500. Ups, kann ich noch einmal zurück? Schaffe ich das? So, da gibt es Strategien, das ist inzwischen international bestens erforscht und das könnte umgesetzt werden, aber wir kriegen es an vielen Stellen nicht hin. Da kommen wir sicherlich gleich im Rahmen der Diskussion dazu. Und das ist mein Petitum an diesem Abend. Wir reden viel über Verkehr, wir reden über Baustoffe, wir reden über viele Dinge, die wir so sehen um uns rum, dass sie einen negativen Footprint haben und klimaschädlich sind. Aber wir haben eben auch Themen, an die wir relativ einfach ran könnten und wo wir an der Lebensweise nicht sehr viel ändern müssten und wo wir aber einen sofortigen Effekt haben. Mit Mooren allein werden wir das Klima nicht retten, aber ohne die Moore zu retten, werden wir es auch nicht retten. Vielen Dank. Also vielen Dank für den Input. Dann starten wir in die Diskussion. Für Sie, liebes Publikum, noch schnell der Hinweis, wenn Sie Fragen haben, gibt es am Ende des Panels die Gelegenheit, diese Fragen zu stellen. Sie müssen sie sich nur merken bis dahin. Meine erste Frage, anschließend auch an den Vortrag, messen wir der Natur eigentlich den Wert bei, der ihr gebührt? Oder wird das vergessen? Das hat mit den Kipppunkten genauso zu tun wie mit den speziellen Ökosystemen. Aber vielleicht, Herr Becker, wollen Sie dazu mal Ihre Gedanken teilen als Erster. Ich bin also wirklich in vielen Teilen der Welt schon unterwegs gewesen. Ist das andere? Ja, ist an. Und ich stelle überall fest, dass die Natur zu unseren Nutzen umgewandelt wird. Überall, wo wir das Potenzial sehen, dass wir dort das Land entweder agrartechnisch oder energietechnisch nutzen können, wird das auch gemacht. Und ich war eben auch in Indonesien, in Borneo, und das war vor 30 oder 40 Jahren, da war ich zwar noch nicht da, aber da waren noch große Flächen von primären Urwald zu sehen. Und in den letzten 30, 40 Jahren
wurden 95% des Urwaldes umgewandelt, um größtenteils Palmöl zu produzieren. Das Palmöl wird teilweise auch dann benutzt für Lebensmittel, aber auch als Biotreibstoff. Und genau das Gleiche in Sumatra, große Flächen werden abgeholzt in einem bestimmten Gebiet, Sumpfurwälder. Das Thema haben wir jetzt vorhin schon gehört, welches Problem es bei den Sumpfgebieten gibt, Moorgebieten gibt. Und dann wird dort Urwald abgeholzt, primärer Urwald, um Papier zu produzieren. Und dann zuerst wird alles abgeholzt, dann pflanzt man Akazienbäume an und dann werden diese Akazien alle 7 Jahre wieder abgeholzt, um damit Papier zu produzieren und es wird dann als grünes Papier verkauft. Das heißt, es findet auch immer wieder eine Art Umlabeling da statt, um das zu rechtfertigen, was man da macht. Aber überall, wo ich schaue, breitet sich der Mensch immer weiter aus. Ich habe das hautnah gesehen in Australien, ich habe es gesehen in Indonesien und in vielen Ländern, die ich bereist habe, wie Tiere buchstäblich herumirren in diesen neuen Agrarlandschaften, die danach entstehen und vergeblich ihr Zuhause suchen. Jetzt haben wir geballte Naturschutzexpertise auf diesem Podium sitzen. Wer könnte denn dagegen etwas tun? Die Politik vielleicht? Natürlich sind politische Rahmenbedingungen wichtig, aber wir sind es nicht alleine. Wir sind das ja mit unserem eigenen Konsumverhalten, haben wir das Ganze ja auch weltweit so weit erzeugt und haben natürlich vergessen, dass wir biologische Wesen sind in wesentlichen Teilen. Wir Menschen haben das einfach auch verdrängt und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir da wieder zurückfinden, auch auf diesem Weg. Und natürlich, ich sage mal, wir brauchen auch eine Bildungsreform. Ich bin ja, als ich zur Schule gegangen bin, hatten wir noch Heimatkunde, nannten sie es. Da sind wir auch rausgegangen in die Wälder und haben irgendwelche Käfer untersucht und Ähnliches. Das darf man ja heute alles nicht mehr, weil das alles so sicherheitstechnisch und die Kinder kannten, und wir waren eben draußen, auch weil die Wohnung so klein war, dass wir nie drin waren. Und das hat sich ja sehr stark verändert. Und dieses Bewusstsein ist schlichtweg jedenfalls in unseren Regionen so nicht mehr da. Und das verändert sich dann auch nicht, wenn man hinterher studiert. Ne? Ich habe ja mit vielen Leuten in der Vergangenheit zu tun gehabt, Ökonomen. Und ich denke immer, mein Gott, wo ist denn deren ökologisches Wissen geblieben? Wie kann man eigentlich ökonomische Handlungsweisen erklären, ohne auf die Grundlagen, auf die natürlichen Grundlagen sich zu beziehen? Aber das tun die. Das ist selbstreferenziell. Und ich habe ja vor ein paar Tagen habe ich gesagt, das sind alles oder viele sind wirklich ökologische Analphabeten. Und wenn wir das so weitermachen, wird es nicht funktionieren. Und natürlich gibt es politische Rahmenbedingungen. Die haben aber auch alle teilweise jedenfalls mitgestaltet. Ne? Wir wollten ja auch mehr. Wir wollten das. Wir haben Erdöl, wir haben die ganzen fossilen Energien aus dem Boden geholt. Und merken halt jetzt, dass das so nicht weitergehen kann, weil wir jetzt tatsächlich an die Grenze kommen und die Kipppunkte hatten Sie ja schon benannt. Und ich habe die große Sorge, ich glaube, die Wissenschaft hat das erkannt. Das Klimaabkommen ist schon 30 Jahre alt, das Biodiversitätsabkommen ist auch schon so alt, aber wir kriegen es dann nicht ins Handeln und sind einfach unglaublich langsam, weil es unglaublich viele Widerstände gibt. Wenn ein Geschäftsmodell erstmal läuft, so die alten Volkswagen-Leute wissen das, dann läuft das erstmal und dann gibt es keinen Grund, das erstmal zu verändern, solange da oben bei ihrem Jahresgewinn nicht die Verluste in Natur mit eingerechnet werden. Solange das dann also betriebswirtschaftlich macht man Gewinne, volkswirtschaftlich macht man Verluste und die Gesellschaft muss das bezahlen. Und wenn wir das nicht geändert bekommen, kommen wir auch nicht vorwärts. Jetzt erkennen wir es langsam. Aber wir müssen trotzdem deutlich schneller werden. Was wir jetzt haben, ist einfach elend langsam. Und das Problem ist dann auch noch, dass wir es nicht alleine in Deutschland machen können. Also wir brauchen die internationale Arbeit. Deswegen ist es auch so wichtig, dass es eine internationale Stiftung beim NABU gibt, die uns tatsächlich auch international auseinandersetzt. Wir haben auch tropische Moore.
mit 15 Meter Torfmächtigkeit. Das größte ist im Kongo. Das heißt, auch dort passiert das ja, was Sie eben beschrieben haben, Herr Becker, das passiert ja auch dort. Und wir kriegen es eigentlich nur gemeinsam hin. Wir können das nicht mehr trennen, sondern wir müssen auch eine internationale Verantwortung als große Industrienation mit übernehmen. Zustimmung, Entgegnung? Ja, ich würde gerne was ergänzen, da du schon in meine Richtung hier das Volkswagen-Thema geworfen hast. Unsere Industrien in unserem Land haben dieses Thema Disruption in den letzten Jahrzehnten teilweise mehrfach durchgemacht. Die wissen, dass man sich verändern muss, ansonsten verschwindet das. Und manchmal ganz schnell. Wir hatten mal die größte Solarzellenindustrie vor 20 Jahren in Deutschland, davon ist nichts mehr da, weil sich einfach Dinge verändert haben. Aber hier, was das Thema Landgebrauch angeht, da haben wir es mit Wirtschaftsformen, mit Betriebsformen zu tun, die sind so historisch und so, die klemmen so an ihren alten Produktionsweisen, dass sie sich einfach gar nicht vorstellen können, dass die Dinge anders sind. Bestes Beispiel ist der Moorbauer, wo der Urgroßvater mit der Hand das Moor trockengelegt hat, damit man nach dem Ersten Weltkrieg was zu essen hatte. Und dem jetzt zu sagen, du musst jetzt mal vielleicht was anderes anbauen, wir müssen den Wasserspiegel anheben auf deiner Fläche, dann wächst da vielleicht was anderes und dafür helfen wir dir, auch als Politik oder als Wirtschaft. Wir könnten zum Beispiel unseren gesamten Spanplattenbedarf in Deutschland oder Dämmstoffbedarf aus Stoffen aus sogenannter Paludikultur, also aus Feuchtwiesenwirtschaft, erzeugen. Wir müssten kein Holz aus Russland importieren, was wir die ganze Zeit immer getan haben. Das sind keine nachhaltigen Forstwirtschaften, die da betrieben werden. Das könnten wir machen. Es gibt sogar Unternehmen in Deutschland, die das tun, aber die gesamte Wertschöpfungskette stellt sich einfach in diesem Land teilweise und nicht nur in diesem, sondern überhaupt in den westlichen Wirtschaftsweisen, Wirtschaftsformen extrem träge und nur sehr unwillig um. Und mein Appell an die Politik ist einfach an dieser Stelle wirklich den Trigger zu setzen, dass das schneller geht, weil wir wissen ganz viel und es ist ganz viel pilotiert und ausprobiert. Es muss nur jetzt mal in Serie gehen und das ist wiederum so Volkswagen-Wissen. Wirklich funktionieren tut es nur, wenn es in Serie läuft. Herr Misch, das ist doch das Stichwort für Sie. Warum ist die Politik so langsam? Also das finde ich so schön immer, wenn der Appell an die Politik, wer ist denn die Politik, frage ich Sie. Das sind Sie auch. Sie an entscheidender Stelle hätten auch etwas Fortschrittliches machen können und nicht warten, bis die Politik die Rahmenbedingungen setzt. Das ist genau das, was mich wirklich kolossal ärgert. Ich mache 16 Jahre Politik im Deutschen Bundestag und dann wird gesagt, die Politik, ich muss mich rechtfertigen vor jedem Wählerinnen und Wähler. Ich muss mich beschimpfen lassen für den Kohleausstieg, der zu langsam oder zu schnell ist. Das sind wir alle und das Bewusstsein ist schlichtweg nicht da. Volkswagen hat jahrzehntelang gepennt. Und jetzt ist es zu spät, so an vielen Stellen. Und deswegen ärgert es mich und will jetzt noch mal versöhnlich anknüpfen an das, was vielleicht Olaf Schimke gesagt hat. Das Erste, was wir nicht in der Politik, sondern in dieser Gesellschaft national und international begreifen müssen und wo wir darüber nachdenken müssen, ist, wie ist unser ganzes Konsumverhalten, unser Zusammenleben augenblicklich aufgestellt? Wir haben ein Bruttosozialprodukt. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt. Wir sehen jeden Abend um 20 Uhr bei der Tagesschau den Aktienkurs. Garantiert ganz viel Interesse hier, weil wir alle Riesenpakete da haben. Das war jetzt ironisch. Warum gibt es nicht um 20 Uhr mal eine Stellungnahme über den Zustand dieser Natur in diesem Land international? Wäre doch mal was. Aber kommt nicht. Vor 5 Jahren habe ich mit dem Chefintendanten des NDRs darüber diskutiert. Nichts passiert. So, jetzt gibt es ein bisschen Nachhaltigkeit, Wissen vor 8 und so, das haben die da haben sie sich schon ein bisschen drauf eingestellt. Es gibt auch den Versuch der internationalen Staatengemeinschaft, finde ich zum Beispiel durch die Nachhaltigkeitsziele, die 2015 fast im Windschatten von Paris ja mit auch beschlossen worden sind, Messindikatoren zu machen für nachhaltige Entwicklung. Das sind für mich ganz, ganz wichtige Schritte. Wir haben seit 2000 eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland, aber keiner kennt sie. Und es wird sich auch nicht dran gehalten, weil die Indikatoren nicht zu hart sind. Und wir uns nicht als politisch Verantwortliche rechtfertigen müssen, warum zum Beispiel der Flächenverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland immer noch zu hoch ist. Und dann haben wir kolossale Fehlanreize, beispielsweise in dem Bereich Mooren, Landwirtschaft.
die sogenannte gemeinsame europäische Agrarpolitik, die zwar immer wieder ein bisschen reformiert wird, aber am Ende zählt nicht die qualitative Nachhaltigkeit eines landwirtschaftlichen Wirtschaftes, sondern immer noch das Pauschale und die Fläche, das Mehr. Und das ist etwas, wo wir alle miteinander, glaube ich, überlegen müssen, wie wir die Rahmenbedingungen verändern. Und ich sage Ihnen auch meine persönliche Haltung, da liege ich auch manchmal mit vielen, vielen anderen quer. Ich habe keine Lust, ehrlicherweise dieses monetäre Denken ins nachhaltige Denken zu übersetzen, indem wir wieder finanzielle Anreize bringen. Ich glaube, das ist okay, als Einstein. Deswegen gab es diesen Gedanken der CO2-Bepreisung. Wir geben CO2 einen Preis. Aber am Ende, glaube ich, um nicht wieder in dem ökologischen Kapitalismus zu enden, glaube ich, braucht es klare Rahmenbedingungen und ordnungsrechtliche Vorgaben. Das ist jedenfalls mein Hauptweg, für den ich immer wieder werbe. Und deswegen, glaube ich, ist es so etwas richtig gewesen, dass wir den Kohleausstieg ordnungsrechtlich festlegen, dass wir so etwas wie ein Klimaschutzgesetz gemacht haben, wo es Jahre, Tonnenmargen gibt, wo wir jetzt sehen, wir reißen sie jedes Mal im Bereich Verkehr, im Bereich Gebäude und auch im Bereich Landwirtschaft. Und daran anzusetzen, glaube ich, das ist dringend notwendig. Und wenn die Gesellschaft da das Bewusstsein hat, dann kann man das auch in Parlamenten umsetzen. Denn Politik, das will ich nochmal sagen, sind wir alle. Ich stimme dem im Prinzip zu. Es wäre jetzt schön, wenn die Politik immer die richtigen Rahmenbedingungen liefern würde. Aber weil die Solarbranche kurz angesprochen wurde und vielleicht mal ein konkretes Beispiel, was dann doch was mit Renewables oder Energieerzeugung zu tun hat. In 2012, was jetzt 10 Jahre her ist, hat die Politik Rahmenbedingungen gesetzt, indem sie verboten hat, Freiflächen zu bebauen, die größer als 10 Megawatt sind. Also vorher wurden in der Welt in dieser Zeit wurden Solaranlagen immer größer. Warum hat man das verboten? Das ist relativ klar. Dahinter stand der Bauernverband im Wesentlichen. Die haben halt gesagt, wir wollen die Flächen für Agrarnutzung behalten, um was auch immer wir darauf bauen. Ich möchte mich da nicht drüber äußern, also habe eine persönliche Meinung. Aber wie auch immer, das Ergebnis war, wir haben politisch dem Bauernverband recht gegeben. Wir haben von einem Jahr auf das andere, nur um es in Zahlen zu geben, zu der aktuellen politischen Diskussion. Wir sind von 10 Gigawatt, die wir installiert haben pro Jahr, im nächsten Jahr auf 1 Gigawatt runtergegangen. Dann haben wir uns langsam wieder hochgerobbt auf 2. Das hat 10 Jahre gedauert, bis wir wieder auf 5 kommen. Ich bin jetzt nicht so gut im Rechnen, aber sagen wir mal, hätten wir das getan, hätten wir heute 50 Gigawatt mehr allein Solarförderung. Das entspricht ungefähr so, je nach Größe des Atomkraftwerkes, so um die 20 Atomkraftwerke. Das heißt, wir hätten, glaube ich, aktuell auch ein politisches Problem weniger, weil wir natürlich gegenüber Drohungen deutlich weniger anfällig wären. Aber zurück jetzt mal zum Naturschutzpunkt. Wir haben das gemacht, weil wir dafür Agrarflächen, die teilweise ehrlich gesagt heute gar nicht genutzt werden, freigehalten haben. In denen hätten Freiflächenanlagen, der Olaf kennt das gut, wahrscheinlich einen ganz guten Nutzen getan, weil die führen auch dazu, dass Böden sich regenerieren, weil darunter kann in aller Ruhe was wachsen. Es kommt einfach eine bessere Bodenqualität zustande und nach 30 Jahren ist die wieder weg. Da hat die Politik Rahmenbedingungen gesetzt, die gingen nur so ein bisschen in die falsche Richtung, was meine Perspektive natürlich betrifft. Aber ansonsten, ja. Darf ich da auch gleich wieder rein? Weil es war, ich saß im Bundestag, deswegen kenne ich die Debatten. Es war nicht die Politik. Wir hatten einen Regierungswechsel, Sie erinnern sich vielleicht. Und dann gab es eine schwarz-gelbe Bundesregierung, will ich jetzt überhaupt nicht jetzt hier Parteipolitik machen. Aber wir haben zum Beispiel das Erneuerbare Energiengesetz durch Rot-Grün im Jahre 2000 auf den Weg gebracht, ein bisschen vorher sogar. So. Und dann kam eine neue Bundesregierung zwischen einer großen Koalition und die hat ganz bewusst die, sage ich mal, Sense an das erneuerbare Zeitalter angesetzt. Es gab damals zum Beispiel auch wieder den Ausstieg von dem Ausstieg, die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Können sich vielleicht einige noch in diesem Raum erinnern. Und damit fällt genau der Untergang, der Niedergang, meines Erachtens jedenfalls, der Erneuerbaren in Deutschland. Vor allen Dingen der Photovoltaik. Dann kam Fukushima und die Rolle rückwärts, rückwärts, rückwärts und wir hatten den Atomausstieg. Und ich sage es deswegen, weil es eben für mich nicht die Politik ist, sondern auch Gesellschaft hat ganz unterschiedliche Gruppen. Und in der Politik, in diesem Deutschen Bundestag, bricht gerade jetzt wieder das alles auf, was Sie damals erlebt haben. Die Debatte um eine Laufzeitverlängerung jetzt angesichts des Krieges ist genau aus meiner Sicht von einigen maßgeblichen Kräften
bei CDU und der FDP der Versuch, die Erneuerbaren, den Umstieg ins erneuerbare Zeitalter zu verhindern. Die Debatte, ob Fracking in Deutschland möglich ist, ist in der Politik, in der Gesellschaft, weil fragen Sie die Leute, die Mehrheit ist augenblicklich für eine Laufzeitverlängerung. Ich bin mir sehr sicher, in einem Jahr, wenn das erste Atomkraftwerk hoffentlich nicht mehr hochgegangen ist, hätten wir eine ganz andere Umlage. Aber es ist eine absolut kontroverse Debatte. Und insofern, ja, damals hat die Politik, jedenfalls die Mehrheit im Deutschen Bundestag, falsche Weichen gestellt. Aber wir müssen einfach verstehen, und das ist mein Punkt auch, weshalb ich immer leider auch in solchen Runden sagen muss, ich weiß nicht, ob die Demokratie, die Diktatur auch nicht, aber ob die Demokratie, ob wir Menschen in der Lage sind, gemeinsam diese großen Herausforderungen zu stemmen. Ich weiß es nicht, ich kämpfe dafür, ich lasse mich auch gerne kritisieren, aber ich kann Ihnen sagen, ich lasse nicht zu, dass Sie sagen, die Politik hat die Rahmenbedingungen falsch gesetzt, sondern es ist nach wie vor in diesem Land, in dieser Welt hoch umstritten, auf welche Energieform wir setzen. Und da müssen wir die Mehrheiten immer wieder suchen. Deswegen kämpfe ich gerade darum, dass wir keine Laufzeitverlängerung bei Atomkraftwerken haben, dass wir kein Fracking in Deutschland erleben und dass wir hoffentlich wieder Resilienz, also auch die Photovoltaikindustrie, wieder nach Deutschland und Europa bekommen. Andere Parteien sind aber auch Politik. Nur dass du, also ich verstehe schon, ich will es auch nicht, keine parteipolitische Debatte verkommen lassen. Aber ich habe nichts von der SPD gesagt. Ich habe Ihnen nur gesagt, wir haben eine Regierung gehabt damals, die schwarz-gelb war und all das, was aufgebaut war, ganz bewusst nicht weiterverfolgt. Also noch ein Kommentar, und ich bin dann auch ruhig, weil ich glaube, in der Richtung stimmen wir ja überein, aber Mecklenburg-Vorpommern, ein SPD-grün regiertes Land, wenn ich das richtig sehe, SPD regiert zumindest, ja. Mitregiert, die als ein Beispiel, da sind Genehmigungsverfahren für Solaranlagen, da stehen, glaube ich, momentan so zwischen um die 400 Anlagen seit 3 Jahren im Genehmigungsverfahren. Sie werden nicht genehmigt. Es sind bisher genau 2 genehmigt worden. Normalerweise früher hat sowas 3 Monate gedauert. Wir könnten da als Branche wahnsinnig schnell bauen. Wir sind ziemlich schnell und könnten für Stromerzeugung sorgen. Da ist es eine SPD-geführte Regierung. Alles hat irgendwie Gründe, aber es ist nicht eine Partei. Wir haben grundsätzlich ein politisches Problem, glaube ich. Herr Becker. In Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bayern wird nicht das Klima der Welt gemacht. Das heißt, die Probleme, die wir haben, sind weltweit. Und ich denke, dass wir hier in Deutschland uns wirklich redlich Mühe geben, diese Probleme zu lösen. Aber wir haben einfach noch ein anderes Problem, dass wir unterschiedliche politische Systeme haben, unterschiedliche Rahmenbedingungen, auch was Korruption und solche Dinge angeht, dass wir Firmen haben, die weltweit operieren, und wenn ihnen hier in Deutschland oder in Europa was verboten wird, dann gehen sie eben woanders hin, wo sie dann dort aktiv werden können. Wir haben unterschiedliche Kulturen, wir haben unterschiedliche Religionen, wir haben Länder, bei denen ein ganz anderes Verständnis über Frauenrechte zum Beispiel herrscht, als wir das hier pflegen. Und das heißt, wir haben so unterschiedliche Entwicklungsstufen, Bildungsstufen, und auch, wie Sie gesagt haben, wir brauchen mehr Bildung. Ja, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und solange diese unterschiedlichen Levels da sind, fehlt uns eine gemeinschaftliche Basis, dieses Problem, das wir gemeinschaftlich mehr oder weniger verursachen, auch gemeinschaftlich zu lösen. Wir können uns hier in Deutschland, egal ob die Grünen oder SPD oder FDP oder wer auch immer sich darum bemüht, können uns noch die Köpfe so heiß reden. Wir werden mit dem kleinen Fleck Deutschland auf dem riesigen Globus das Klima allein nicht bewältigen, auch wenn wir uns unsere kompletten Taschen leeren werden, ja, unsere Dieselautos nach Afrika verschiffen, weil wir hier mit den sauberen Elektroautos fahren, wo die Rohstoffe wiederum aus Afrika unter schrecklichen Bedingungen gefördert werden. Ich frage dann jetzt mal andersrum in die Runde, wie wollen wir denn dieses Klimaproblem lösen, wenn wir es nicht alleine lösen können? Ich sehe das zum Glück ein bisschen optimistischer, weil wir haben natürlich schon ein Klimaabkommen hingekommen. Ist nicht so, wir haben Riesenschritte vorwärts gemacht. Hätte keiner geglaubt, der auf diesen ganzen Klimakonferenzen die Jahre war. Wir sind 2009 kläglich gescheitert, da waren sie alle da, die ganzen Staats,
Präsidenten aus allen Ländern, von China, Russland, USA, die ganzen Europäer waren alle da und sind völlig frustriert nach Hause gefahren. Und wir haben trotzdem Paris dann hinbekommen. Wenn wir Paris nur umsetzen würden, also wenn wir das ernst nehmen würden, was wir selber beschlossen haben, und zwar alle, da waren auch Saudi-Arabien dabei. Also es nicht nur waren alle Länder dabei, trotz der unterschiedlichen Kulturen haben wir gesagt, wir machen das so. Und die Nachhaltigkeitsziele sind ja eben schon angesprochen worden. Also wenn wir uns nur ehrlich machen würden und nur das tun würden, was wir eigentlich beschlossen haben, wären wir schon einen ziemlich großen Schritt vorwärts. Das Problem ist, dass sich alle auch gegenseitig belauern. Ja, jeder schaut, bewegt sich das? Warum ist Paris entstanden? Weil auf einmal China und die USA sich bewegt haben, die vorher absolute Blockade geführt haben im internationalen Klimadiskurs. Und dann hat man einen Regierungswechsel in Australien, dann auf einmal hat man eine andere Regierung, dann wollen die auf einmal wieder Kohle abbauen, während sie vorher auf einem anderen Trip waren. Trotz der ganzen abgeschlossen. Wenn es zum Beispiel ein Regime gäbe, das diejenigen bestrafen würde, die sich dann an die internationalen Vereinbarungen, und es sind ja völkerrechtlich verbindliche Vereinbarungen, nicht halten, wäre man ein Stück weiter. Aber niemand, wir können in der internationalen Staatengemeinschaft niemanden zwingen, sich an die Beschlüsse zu halten, die er selber getroffen hat. Und das ist das zentrale Problem, ist nicht das Erkenntnisproblem. Im Übrigen ist es auch nicht das Problem der Menschen. Wir im Naturschutz verstehen uns weltweit. Wir haben Partnerorganisationen in 120 Ländern, sind alles tolle Menschen. Die arbeiten auch alle toll und sind alle nicht korrupt. Das Problem ist nur, dass sie auch dort überall gesellschaftliche Mehrheiten schaffen müssen. Wir viele Staaten haben, wo man noch nicht mal mehr arbeiten kann. Wenn ich in Weißrussland, ist unser Partner gerade verboten worden. Das heißt, dort ist der Mut viel, viel größer und viel mehr Mut gefordert, als in Deutschland, sich öffentlich zu äußern. Und man kann nur ja, im Untergrund arbeiten und trotzdem versuchen, auf der Ebene, auf der lokalen Ebene etwas zu verändern. Und da gibt es tolle Bewegungen. In fast allen Ländern gibt es tolle Bewegungen, wo es auch tolle Beispiele gibt. Wir bringen es nur nicht fertig, die auch, sagen wir mal, so öffentlich zu transportieren, dass sie auch dann die Wirkung zeigen. Und deswegen sind auch Nichtregierungsorganisationen so wichtig, weil wer macht es sonst, wenn es nicht von den Menschen selbst kommt? Auch mit ihren eigenen Erfahrungshorizonten. In Kenia ist Trockenheit, und zwar richtige Trockenheit. Die Kenianer überlegen schon, was sie jetzt machen müssen. Sie wissen aber auch, dass ein Teil dieser Trockenheit von uns erzeugt worden ist. Das heißt, wir brauchen auch Ausgleichsmechanismen, und eigentlich gibt es die schon. Dann machen wir einen Green Climate Fund, da sollen 100 Milliarden pro Jahr eingezahlt werden. Wer zahlt ein? Da wollen wir Deutschland mal nicht so bashen, wir machen das noch. Die anderen Länder haben zwar alles versprochen, machen es nicht, oder viele machen es nicht. Und all diese, das sind eben die wirklichen Hindernisgründe, warum wir nicht vorwärts kommen, obwohl die Erkenntnisse eigentlich am Ende des Tages da sind. Und das heißt aber auch, dass wir in Deutschland schon etwas zeigen sollten. Wir sollten schon zeigen, dass wir es können. Und wir haben die Technik. Wir haben kein Energieproblem auf diesem Globus. Wir haben eine Sonneneinstrahlung, die reicht für alles. Wir haben auch noch nicht mal mehr ein technisches Problem, wir haben nur noch ein Umsetzungsproblem. Und das ist das, was man dann am Ende des Tages nicht begreifen kann. Bei der Biodiversität ist es ein bisschen komplexer, weil wir so viel Fläche verbrauchen, da müssen wir noch viele andere Methoden finden. Aber ein Energieproblem haben wir eigentlich auf der Erde nicht, wenn wir nur das mal anwenden würden, was wir können. Ich will noch ein anderes Beispiel nennen, weil Tansania und Uganda, die bauen eine Ölpipeline. Beides Länder haben Sonneneinstrahlung ohne Ende, aber wer verdient denn daran? Wenn man dezentrale Solarversorgung macht für den Strom, verdienen nicht diejenigen dran, die diese zentralen Firmen in der Hand haben. Und meistens sind es dort der Clan rund um die Regierenden, die dann diese Firmen. Und die verdienen dann nur an dieser Ölpipeline, die völlig aus der Zeit gefallen ist und eigentlich niemand braucht. Und trotzdem kommt sie vielleicht, und wenn man Pech hat, geht sie sogar noch durch die Serengeti, eines der bedeutendsten Schutzgebiete, was wir haben. Und das sind so die Problemfelder, die man adressieren muss. Die muss man aber eigentlich auch viel mehr öffentlich adressieren, und da muss die Staatengemeinschaft auch sich äußern. Da kann sich auch die EU äußern, ohne jemanden zu bashen. Darum geht es gar nicht, sondern zu sagen, wir sind bereit, mit euch auch zu diskutieren. Nicht nur zu diskutieren, zu handeln, dass wir tatsächlich die Energieversorgung in euren Ländern umstellen und anders machen. Die ganzen Fehler, die wir hier gemacht haben, vielleicht
brauchen wir ja nicht wiederholen. Also wir brauchen die in den südlichen Regionen nicht wiederholen, weil wir es gar nicht nötig haben, weil heute Solartechnik so weit entwickelt ist, dass wir dort alles könnten. Und wenn da mal 5 Tage im Jahr kein Strom ist, spielt es gar keine Rolle, weil sie außer 5 Kilometer außerhalb der Hauptstraßen sowieso keinen Strom haben. Ja? Und nie ein Netz gebaut wird. Wer soll dieses Netz finanzieren? Deswegen glaube ich, sind die Potenziale sind schlichtweg da. Wir müssen nur langsam mal anfangen, sie umzusetzen und auch den Mut haben, das zu machen. Vielleicht auch den politischen Druck erhöhen. Und ich gebe dir letzten Satz, Matthias, recht. Ich bin privilegiert. Ich habe einen super Abgeordneten. Er ist nämlich mein Wahlkreisabgeordneter. Und wir kennen uns ja viele Jahre. Und ich weiß auch, wie hart der Kampf ist. Und immer wieder diese Rückfälle, ne, merkt man ja jetzt in der Debatte. Alles fällt wieder zurück. Jetzt haben wir eine Krise und auf einmal kommt, hier müssen wir wieder Atomkraftwerke. Wie viele Jahre haben wir darüber diskutiert? Wir haben immer noch keine Endlager. Und keine Gemeinde in Deutschland will so ein Endlager haben. Also die Behörde sitzt ja in Peine, wo ich geboren bin. Diese Behörde wird es noch geben, da bin ich lange nicht mehr auf der Welt. Da bin ich sicher, weil niemand wird sagen, das machen wir. Aber jetzt diskutieren wir wieder über diese Frage. Können wir nicht mal irgendwas beenden, wo wir eigentlich eine andere Lösung längst haben? Und das ist das, was wir in Deutschland, da verstehe ich, diese Menschen verstehe ich nicht. Die verstehe ich nicht. So. Ich schließe da mal an. Verstehe ich nicht. Ich kann da kann ich sagen, da können Sie sagen, was Sie wollen. Das verstehe ich nicht, warum man immer rückwärtsgerichtet agiert. Herr Westhoff wollte vor ein paar Minuten einhaken, vielleicht jetzt anschließen. Beim Thema Umsetzung wollte ich mal einhaken. Matthias Mirsch hat ja gerade die Verantwortung von der Politik an die Gesellschaft weitergegeben. Ich interpretiere das jetzt mal so. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man es auch allmählich ein bisschen leid ist, dann für alles und jedes auch unberechtigterweise in Beschlag oder in Anklage genommen zu werden. Aber wir sind nun mal in einer parlamentarischen Demokratie und deswegen ist einfach die Politik der Vertreter der Gesellschaft mit A, mehr Information und B, mehr Entscheidungsbefugnis, die Dinge zu machen. Insofern können wir euch nicht ganz rauslassen. Und das... Das ist halt das Umsetzungsproblem, was wir hier haben, diese Transformation gerade in diesem Bereich der traditionellen Wirtschaftsformen. Das könnte die Politik und auf allen Ebenen wirklich bis ganz nach unten deutlich beschleunigen. Ein Beispiel, ich mache gerade ein 200 Hektar Moorrenaturierungsprogramm nordwestlich von Hamburg und wir müssen dasselbe Raumordnungsverfahren betreiben, als wenn wir das Moor zerstören würden, wenn wir es wieder reparieren wollen. Einfach, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen für Naturschutz an ganz vielen Stellen sehr lähmend sind. Die Landwirtschaft hat überall Vorkaufsrecht, wenn solche Flächen kommen, aber der Naturschutz nicht. Das müsste dringend geändert werden. Wir haben im Moment gerade, der NABU hat sehr viele Unterstützer und Förderer aus der Wirtschaft, die auch etwas zum Thema Klimaschutz jetzt beitragen wollen, die investieren wollen. Und wir kommen einfach nicht mehr an Flächen, einfach weil das Landgrabbing in diesen Zeiten von Deutschland bis in eigentlich alle Staaten massiv zugenommen hat. Und deswegen gehen uns die wertvollsten Flächen für Naturschutz. Und gerade beim Moor braucht man immer viel Fläche, weil man den Wasserhaushalt ja großflächig beeinflussen muss. Da müssten wir einfach eine Durchforstung dieser teilweise nur Ausführungsregeln oder der Erlasslagen dringend machen. Und das ist mein Appell an die Politik. Ansonsten, Paris ist von der Politik unterschrieben worden und zum Beispiel die Moorrenaturierung ist auch schon abgeliefert worden. Das, was da an Klimanutzen rauskommen wird, steht da schon mit drin. Drum lasst es uns jetzt einfach mal gemeinsam machen. Und jetzt gebe ich an Marco Schulz weiter. Der springt auf. Ich schaue hier nur, während wir reden, mir die Bilder an und denke an den Kommentar, den Olaf vorhin gemacht hat. Was ist eigentlich für uns normal und was passiert in anderen Ländern? Und wenn ich mir die Bilder anschaue, dann denke ich an deine Karte. Die war zwar auf Moore bezogen, aber eine Europakarte und beispielsweise Großbritannien, da war kein Moor, da gibt es übrigens auch keinen Wald mehr. Aber jeder, den man dort fragt, wird sagen, eine Hecke und ein schönes Feld ist das, was Großbritannien ausmacht. Das ist sozusagen das Image, was man von der Landschaft hat heutzutage. Und das gilt für Deutschland natürlich ganz genauso. Vor 200 Jahren waren das 80% Waldfläche. Da gab es da keine Hecken, da gab es auch keine Felder.
also ein paar vielleicht schon, aber nicht so viele. Das heißt, wir haben das, was wir heute als Landschaft und als Natur ansehen, weitestgehend selbst gestaltet. Ist auch übrigens ziemlich schwierig, in Deutschland einen Wald zu finden, der eigentlich ursprünglicher Wald ist. Das ist alles Forstwirtschaft letztlich. Und wenn ich jetzt weitergehe und sage, mit welchem Recht kommen wir eigentlich jetzt nach Indien, zu Herrn Beckers Punkt oder wohin auch immer, und versuchen, dem praktisch zu verhindern, genau das zu tun, was wir die letzten 200 Jahre mit unseren eigenen Ländern gemacht haben. Und ich glaube, die einzige Antwort, die für mich darauf überhaupt möglich ist, ist zu sagen, wir müssen hier deutlich schneller laufen, wir müssen die Vorbildfunktion einnehmen und wir müssen dann gesellschaftlich, politisch, wie auch immer, den Mut haben, auch mal harte Entscheidungen zu treffen. Also warum muss ich eine Monokultur anbauen, um entweder Biogaslagen oder Rinderzucht in Deutschland zu betreiben im großen Stil? Das ist natürlich ein kompliziertes Thema, Menschen wollen immer noch Rindfleisch essen und so weiter und so fort, aber irgendwann, gerade in Zeiten, wo es echt eng wird, muss doch mal jemand in der Lage sein, sagen, wir geben mal klare Vorgaben. Und ich weiß gar nicht, ob das so unpopulär wäre. Ich habe nur den Eindruck, es gibt gar keine so richtige Vision, wie man Natur mit Energie, mit Vorbildfunktion und Technologieentwicklung vereinbart. Also ich wette, dass wir nicht nur in der Solarindustrie, sondern mit Sicherheit auch in der Agrarwirtschaft eine Menge Möglichkeiten haben, ob das jetzt vertikale Farmen, ich kenne mich da nicht aus, ist, die einfach Platz sparen, wo wir doch Vorreiter sein könnten und die in die Welt exportieren. Wir machen das irgendwie nicht und insofern wäre meine Forderung schon, dass da in der Politik einfach mehr nachgedacht wird. Es kann ja verschiedene Konzepte geben, aber bisher kenne ich nicht mal ein integriertes Konzept von irgendwem. Also mir kommt es zumindest nicht so vor, als würde das kommuniziert sein. Entschuldigung. Ich wollte auch nochmal was dazu sagen. Also wir reden jetzt eigentlich immer um das, was wir regeln können. Ja? Aber es gibt vieles, was wir nicht regeln können. Aber es gab auch Vorschläge, die hätten wir regeln können. Es gab in Venezuela war das, glaube ich, hatte der entsprechende verantwortliche Präsident vorgeschlagen, wenn wir den Urwald nicht abholzen sollen, Ecuador war das, dann erwarten wir, dass wir dafür eine Entschädigung bekommen. Und dann haben wohl alle zugestimmt und dann floss aber kein Geld. Und das heißt, das ist für mich ein vernünftiger Ansatz. Wir haben bei uns alle schon abgeholzt. Ja? Überall haben wir hier Nutzwald. Ja? Und dort, wo noch wirklich primärer Urwald da ist und die Länder, die dort eben leben und die auch eben wirtschaften müssen, da müssen wir doch irgendwie eine Kompensation dafür aufbringen. Wir können nicht sagen, das ist unsere Lunge, aber es gehört jetzt Ecuador oder Venezuela oder Brasilien oder sonst jemand. Das heißt, wir müssen als Gemeinschaft auf der Welt, müssen wir dann auch wirklich sagen, wenn es unsere Lunge ist, dann müssen wir auch dafür bezahlen. Und das wird aber nicht gemacht, das hat nicht funktioniert. Und dann, wenn schon dieses Angebot da ist und dann nichts passiert, ja, dann glaubt doch niemand dran, dass überhaupt was passiert. Dann wirtschaftet jeder so vor sich selber hin und dann sieht man, die einen haben eine Hungersnot, die interessiert die Klimaerwärmung überhaupt nicht. Viele haben noch nicht mal die notwendige Infrastruktur, keine Straßen und sonst was. Sie sagen, wir brauchen erstmal Straßen, bevor wir Klimaschutz machen und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass wir in Deutschland ein sehr großes Bewusstsein haben und ich habe das auch beobachtet, als ich begonnen habe, mich mit Klimaerwärmung zu beschäftigen. Das war 2002 bis jetzt. Das Bewusstsein ist weltweit enorm angestiegen. Heute weiß jeder davon. Trotzdem wird eben nur immer noch nicht genügend gemacht. Aber ich habe gesehen, die Entwicklung ist trotz allem sehr rasant gewesen. Aber es ist immer noch großer Handlungsbedarf. Und solche Dinge wie da jetzt im Amazonas, wo man sagt, okay, dann müssen wir dafür zahlen. Oder die Länder, die aufgrund des steigenden Meeresspiegels ihre Länder verlieren, die müssen auch Kompensation dafür bekommen. Wir können nicht sagen, wir nutzen das, weil wir es nutzen können. Wir erwirtschaften damit Wohlstand und die anderen, naja gut, die haben halt Pech gehabt, weil ihre Insel einfach zu flach ist. Ja. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich kann Ihnen nur sagen, so einfach war die Sache leider nicht, weil es nämlich, ich war da direkt involviert. Wir wollten zwischen den Regierungen vermitteln. Damals war Bärbel Höhn
die Ausschussvorsitzende des Umweltausschusses und wir wollten nach Ecuador, um mit der Regierung dort zu sprechen und sind dann kurz vorher als Imperialisten ausgeladen worden. Und man war nicht an einem Dialog interessiert. Der Dreh- und Angelpunkt war, gibt es ein vertragliches Konstrukt, was tatsächlich der internationalen Staatengemeinschaft auch die Sicherheit gibt, dass dann tatsächlich dieser Urwald in diesem Zustand war. Und darauf wollte sich, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, die damalige Regierung nicht einlassen. Und sie ist dann im Übrigen an der Frage auch zerbrochen. Der Umweltminister musste zurücktreten. Das ist allerdings in diesen Staaten ja nicht so selten. Aber ich bin voll bei Ihnen. Das wäre etwas, was wir auch ausgehend von Paris und auch ausgehend von beispielsweise den Nachhaltigkeitszielen tatsächlich als internationale Staatengemeinschaft, als Instrumentarium brauchen. Das knüpft an die erste Frage an. Welchen Wert geben wir jemanden, der Natur belässt, der Gas im Boden lässt, der Naturmoore letztlich renaturiert bzw. schützt. Und da haben wir die Fehlanreize augenblicklich, national und international. Und das ist eben genau die Geschichte. Und ich will noch ganz kurz einen Punkt, Sie haben es wahrscheinlich nicht so gemeint, aber Olaf Tschimke und ich waren ja, was weiß ich, auf wie viel Klimakonferenzen. Die Geschichte, und da bin ich bei Ihnen, wenn wir als hochindustrialisiertes Land nicht alles versuchen, um Vorbild zu sein, dann werden Sie in weiten Teilen der Länder, die Sie auch bereist haben, niemals eine Mehrheit finden, weil die sagen, ihr habt schon alles ausgenutzt, ihr habt euren CO2-Fußabdruck im Vergleich zu uns maximal überstrapaziert. Und wenn ihr jetzt uns zwingen wollt, das und das zu machen, wird daraus nichts gehen. Ich werde auch nie vergessen, wie beispielsweise eine Delegation, ich glaube aus Simbabwe, uns vorgeworfen hat, ja, ihr wollt doch nur die Solarpanels wieder, das ist der Ökoimperialismus, die wollt ihr für teures Geld zu uns, die Kohle, die wir fördern, ist nach wie vor viel, viel günstiger für uns. Das heißt, die Empathie dafür aufzugeben oder zu motivieren, dass wir wirklich jetzt bei uns das Maximum an Nachhaltigkeit rausholen müssen, um glaubwürdig international zu wirken, ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Schlüssel. Und mich betrübt es sehr, das müssen wir hier heute auch nochmal sagen, wir haben im Moment eine Situation international, wo eher wieder die Frontenstellung ist. Ich sage immer wieder über jeden, der im Moment über Ukraine, Russland etc. redet, was ist eigentlich die Perspektive für Paris vor diesem Hintergrund? Wenn diese internationale Staatengemeinschaft weiter in die Konfrontation geht, wird Paris niemals umsetzbar sein. Paris setzt Kooperation, egal wie auch immer, mit egal der übelsten Diktatur eigentlich voraus. Und deswegen hat Olaf Tschimke zu Recht darauf hingewiesen, die Saudis waren da. Die sind vorher durch die Verhandlungsräume gegangen und haben alles blockiert oder versucht auch aufzuhetzen. Aber Paris hat dann funktioniert. Deswegen, ich glaube, wir haben hier als Europäer, als Deutsche eine sehr, sehr große Verantwortung. Positive Beispiele waren gefordert. Und deswegen will ich Ihnen widersprechen, wo sind die Konzepte. Natürlich, wenn man ins Detail geht, wird das alles noch umstritten. Aber ich finde zum Beispiel, was im letzten Jahr oder zwei Jahre ist es her, passiert ist in Deutschland, ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt im Bereich Landwirtschaft. Es gab die Zukunftskommission Landwirtschaft, wo das erste Mal rausgegangen wurde, aus meiner Sicht jedenfalls aus Gräben, wo Umweltverbände, wo Landwirtschaftsverbände, wo Wissenschaft an einem Tisch gesessen hat. Und dieser Bericht ist, finde ich, schon ein sehr, sehr schönes Konzept, wie Landwirtschaft der Zukunft funktionieren kann. Auch unter Beteiligung im Übrigen der Moorproblematik. Die Rahmenbedingungen, also das, was jetzt folgen muss, ist eben tatsächlich die gesetzgeberische Umsetzung. Und da bin ich dann voll bei Ihnen auch. Das ist dann Aufgabe tatsächlich von verantwortlichen Politikern, die dort dafür sitzen. Aber da fängt natürlich dann der Streit an. Und das ist dann wieder die Rückkopplung zu der gesellschaftlichen Realität. Wenn der Bauernverband dann sofort lobbyiert, dann wird es schwierig eben. Und man muss dann gegen weite Teile beispielsweise wieder etwas durchsetzen oder man findet einen Kompromiss. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr belastbares Konzept, wo wir eigentlich darauf aufsetzen können. Und ich hoffe zum Beispiel beim Moor, dass ausgehend aus diesem Konzept die Bundesregierung jetzt im Herbst, so hat sie es vor, eine nationale Moorstrategie ableitet. Mit den Förderungen, mit den ordnungsrechtlichen Vorgaben. Das wäre aus meiner Sicht jedenfalls politisch ein wichtiger Gewinn. Teilen Sie die Einschätzung, die Herr Becker angesprochen hat, dass wir gesamtgesellschaftlich einen in dem Fall positiven Kipppunkt überschritten haben und die Notwendigkeit der Transformation zumindest klar ist?
Ja, aber das ist die Metaebene. Also wir sind alle für Klimaschutz und dann geht es ums Konkrete. Das Spannende ist immer die Umfragen, die dann sagen, wer ist für Klimaschutz? 90% dafür. Und wer ist dafür, dass Benzin teurer wird? 40% oder so. Das sind dann Dinge, wo ich sage, das Bewusstsein ist, glaube ich, da. Aber die Frage ist, wie geht's dann? Und da müssen wir eben schon aufpassen, dass wir dann immer wieder Mehrheiten haben. Und wir haben jetzt gerade die Situation, ich weiß noch, vor 3 oder 4 Jahren saß ich hier in diesem Raum und bin von Fridays for Future ausgebuht worden, weil ich mich gegen einen zu hohen schnellen CO2-Preis ausgesprochen habe, weil ich gesagt habe, wir müssen auch Gesellschaft mitnehmen und wir brauchen gesellschaftlichen Frieden. Wir sehen jetzt augenblicklich, was Energiepreise in dieser Bevölkerung auslösen können, wenn Leute Angst und Überforderung haben. Das heißt, diese ökologische Dimension, die soziale und die ökonomische, muss ich als Politiker auch mitdenken. Ansonsten, glaube ich, kann es zu Kollateralschäden führen, obwohl wir alle den Klimaschutz verorten. Eine ganz konkrete Aufgabe, die Deutschland sich ja gesteckt hat, ist bis zum Jahr 2030 80% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken. Herr Schulz, glauben Sie, das schaffen wir? Ehrlich gesagt, nein, glaube ich nicht. Aber ich meine, wir haben ja eine Menge immerhin schon hingekriegt. Wir sind, glaube ich, bei der Hälfte zumindest, wenn die Sonne gut scheint und der Wind weht. Also es ist nicht so schlecht, aber 80% ist nochmal eine Hürde und wir haben noch, 8 Jahre. Das ist bei 3 Jahren Genehmigungszeitraum, über die ich vorhin schon gesprochen habe, eine sehr knappe Nummer. Ja. Aber auch dazu will ich einfach, aber das ist ja immer so, irgendwie, wenn man 4 Manager, Künstler, Verbandsfunktionäre hat, dann ist man irgendwie der Spaßverderber oder so. Aber ich will mich jetzt auch nicht mit meiner Biografie abarbeiten, aber ich bin heilfroh zum Beispiel, vor der Sommerpause ist uns, glaube ich, im Bereich Reform des EEGs, also des Erneuerbaren Energiengesetzes, wirklich ein großer Wurf gelungen. Auch gerade in der Photovoltaikindustrie, jedenfalls ihre Branche hat uns zumindest mal gelobt. Das habe ich all die Jahre vorher zu Recht auch teilweise nicht erlebt. Aber da waren jetzt mal gesellschaftspolitische bzw. im Parlament auch Mehrheiten vorhanden. Und dass wir zum Beispiel so etwas wie den Bundesländern jetzt bei Windkraft 2% aufoktroyieren, war kein Selbstverständnis. Ich musste 4 Jahre davor Windabstandsregeln verhindern bundesweit, weil unser Koalitionspartner es völlig anders gesehen hat. Deswegen glaube ich, also da ist meine Hoffnung, dass uns jetzt auch der nächste Schritt gelingt und da bin ich auch voll bei Ihnen. Die Genehmigungsverfahren in Deutschland sind viel zu lang und da kommen wir jetzt wieder zu einer gesellschaftspolitischen interessanten Geschichte. Erstens ist die Frage, wie sind die Behörden ausgestattet und zweitens, welches Recht hat der Einzelne, die Einzelne am allgemeinen Interesse. Ich bin heilfroh, dass es uns gelungen ist, ins Gesetz zu schreiben, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist von überragendem öffentlichem Interesse. Das ist eine ganz, ganz zentrale Sache, weil ich vor 2 oder 3 Monaten hier in Lüneburg, nicht weit von hier, zum Beispiel erlebt habe, dass ein Windpark verhindert wurde durch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg, weil der Blick auf eine alte Windmühle beeinträchtigt gewesen ist. Und wer hat geklagt? Ein Verein aus Karlsruhe. An so einem Beispiel sieht man, dass mit dem Genehmigungsverfahren es überhaupt nicht richtig ist. Und deswegen ist der nächste Schritt, den wir uns jetzt ja auch vorgenommen haben, dass wir genau das gesamte Genehmigungs- und Planungsrecht, gerade was die Erneuerbaren angeht, völlig auf den Kopf stellen. Ich hoffe, dass das gelingt, weil das ist auch ein Thema zwischen Naturschutz und Erneuerbaren. Machen wir uns da nichts vor. Da gibt es Nutzungskonflikte. Und die müssen angesprochen werden. Die Umweltministerkonferenz hat es seit 2,5 Jahren nicht geschafft, aber wir haben es uns vorgenommen. Und insofern, wir wollen ja auch ein bisschen positiven Ausblick. Ich glaube, das Sommerpaket war schon ein ganz guter Schritt, reicht alles nicht aus, aber im Herbst vielleicht noch und dann schaffen wir vielleicht auch 30. Und Sie zuerst und dann Herr Cemke. Nur ganz kurz als Replik, ich stimme zu, es sind tatsächlich, gehen einige Sachen in die richtige Richtung. Nur die Frage an mich war ja, schaffen wir es bis 2030? Und da habe ich so darauf reagiert, weil um Ihnen eine Zahl zu nennen, was die Personalstand angeht, konkretes Beispiel, weil ich es genannt habe, Mecklenburg-Vorpommern im Wirtschaftsministerium, was als erstes zuständig ist für Bearbeitung all dieser Anträge, gibt es genau 1,5 Stellen, die diese Anträge bearbeiten. Den Personen oder der einen Person kann man das nicht übel nehmen, dass er damit, das ist ja ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Da muss einfach in der Umsetzung viel mehr passieren. Da müssen mehr Leute sozusagen an die vorderste Front, um einfach Geschwindigkeit aufzunehmen. Da bin ich ja voll dabei. Wir haben das Regionalplanung und die haben wir total vernachlässigt. Das Thema Vorranggebiete mal
auch auszudiskutieren, wie wir das tatsächlich in der Fläche hinbekommen. Das haben wir nicht organisiert bekommen. Und auch meine ich, wir kommen aus Niedersachsen, da war jetzt die SPD-Landesregierung auch nicht daran beteiligt, dass wir die Bezirksregierung abgebaut haben und tatsächlich vor Ort auch gar kein Personal mehr hatten, die das ja machen und nur auf Landkreisebene, auf kommunale Ebene das runtergebrochen haben. Das kann nicht funktionieren, weil kommunal, was bedeutet das? Es gab dann Streit, wer kriegt eigentlich die Gewerbesteuereinnahmen, wenn das ist. Also hat man immer gesehen, dass man die, wenn es einen Windpark gab, möglichst weit weg an die Grenze des Nachbarlandkreises und dann möglichst nah an Naturschutzgebiet dran, weil da ja dann in der Regel auch weniger Leute wohnen. Und so kann das Ganze nicht funktionieren. Dann geht es noch um die Einnahmen. Wer hat die Einnahmen daraus? Und so kann das nicht funktionieren. Und deswegen ist da viel verkehrt gemacht worden. Das muss aber jetzt auch mal schnell neu sortiert werden. Wir müssen auch nicht jedes Jahr neu kartieren, wenn wir anständige Landesbehörden hätten, die tatsächlich auch wissen, wo die Fledermäuse im Land sind und wo die Vögel ihre Zugflächen haben. Das haben wir auch abgebaut in weiten Teilen. Wenn ihr die unteren Naturschutzbehörden seht, kriegt man manchmal ein zu viel. Da sitzt dann wirklich nur einer. Und wie soll der das dann regeln? Und das ist sehr unterschiedlich. Jedes Bundesland hat das wieder föderal gemacht, sodass es auch echt eine große Herausforderung ist. Ich will auch mal sagen, Genehmigungsverfahren. Warum leisten wir uns da x Gerichte? Kann man das nicht an einem Verwaltungsgericht, was sich dann auch wirklich auskennt, bündeln? Ja, aber die Vorschläge gab es alle schon jahrelang. Die gibt es schon ziemlich lang und sie sind eigentlich nie umgesetzt worden. Und viele waren noch ganz, war ja ganz bequem so. Man musste sich ja dann nicht dafür einsetzt. Jetzt ist der Druck da. Jetzt schauen wir mal, ob wir es jetzt wenigstens unter Druck hinbekommen, da tatsächlich Veränderungen. Da will ich mal eine Lanze brechen für den Naturschutz. Der Naturschutz war immer bereit, sich da auseinanderzusetzen. Immer bereit. Dieses Kompetenzzentrum Naturschutz und erneuerbare Energien, was ja hier in Hamburg bei der Michael-Otto-Stiftung sitzt, das war meine Idee. Das hat Frau Merkel, das war das Einzige aus einem Riesengespräch, was sie übernommen hat. Ja, aber wir haben da sogar Leute, die da sitzen, die sich mit den Themen intensiv auseinandersetzen, die auch beraten können, wie man solche macht, aber es wird nicht angenommen. Ne? Und dann macht Bayern das und der andere macht das. Ne? Bayern mit ihren Abstandsregelungen da bei Windenergie völlig anders als andere und so kommen wir halt nicht so richtig voran. Dann haben wir Südlink. Wir sind noch nicht mal in der Lage, in Deutschland eine Leitung zu bauen von Nord nach Süd, um den Windstrom abzuführen. Ne? Das dauert 10 Jahre. Das ist, und obwohl Politik dann gesagt hat, der Druck ist so groß, wir bringen es unter die Erde, wo man will, ist Erdverkabelung ist ja jetzt möglich. Das hat auch nicht geholfen. An verschiedenen Stellen wird es ja jetzt gemacht, aber es dauert natürlich ewig lange und so werden wir natürlich die Energiewende auch nicht hinbekommen, vor denen, wenn wir bis 2050 alles geschafft haben wollen und in Deutschland bis 2030. Und den Naturschutz ruinieren wir dabei auch noch, weil Naturschutzverfahren dauern noch länger. Ja, also ein Nationalpark, ich habe ein paar mitgemacht in Deutschland. Da, naja, das ist ein Jahrzehnteprojekt und ein bisschen Wildnis in Deutschland ist ein Jahrhundertprojekt und deswegen, glaube ich, fehlt es tatsächlich auch ein bisschen an diesem Gesamtverständnis, wo wir begonnen haben, dass wir tatsächlich diese ökologischen Fragen völlig unterbewertet haben und die nicht tatsächlich im Ranking nicht so sind, wie sie eigentlich sein müssten. Aber sehen Sie dann den Konflikt, den es im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien und dann gerade bei der Windkraft in meinen Augen schon manchmal gibt, dass Naturschutz und Klimaschutz auf eine merkwürdige Weise so gegeneinander ausgespielt werden. Sehen Sie den Konflikt und sehen Sie da eine Lösung? Natürlich gibt es den Konflikt. Den kriegt man aber nur gelöst, wenn man tatsächlich sich regionalplanerisch auseinandersetzt. Und ich kann das mal an einem Beispiel aus meiner Jugendzeit, als ich noch Landesvorsitzender in Niedersachsen war, sagen. Damals gab es schon die erste große Welle Windenergieausbau. Wir hatten 2 Bezirksregierungen. Wir hatten die in Weser-Ems, die haben es nicht so richtig hingekriegt, und wir hatten die in Braunschweig. In Braunschweig hat man sich zusammengesetzt, einem runden Tisch, und man hat am Ende, was weiß ich, gab es so und so viel Windplanungen, und es waren nur noch 2 strittig. Bei den anderen hat man sich geeinigt. Dann braucht man sich nicht um die 2 streiten, kann auch mal die anderen erstmal bauen. Und das war die Lösung. Und das haben die anderen nicht hinbekommen. Das zeigt eben, wie man tatsächlich auch mit einem vorausschauenden Plan das anständig hinbekommen könnte, wenn man es politisch will. Und
Ich kann nur sagen, sollen Sie sich noch mal zusammensetzen, sich vielleicht das noch mal angucken, ob es solche Mechanismen nicht gibt. Und die Menschen sind vernünftiger. Und wir müssen natürlich schon sehen, dass wir eine Verantwortung auch gegenüber den Zugvögeln haben, gegenüber den Fledermäusen haben. Die haben wir. Aber ich glaube schon, dass es lösbar ist, wenn man es vernünftig macht. Herr Becker? Also mich würde mal interessieren, wie viel Solarpanels, also wie viel Fläche wir brauchen, um den Stromverbrauch in ganz Deutschland zu decken und das auch noch bei wachsenden Elektroautos. Mich würde interessieren, wie viel Windräder wir aufstellen müssen, um unsere Industrie auch zuverlässig mit Strom zu versorgen. Und ich frage auch, wenn wir alle Atomkraftwerke hier abschaffen und dann, wenn mal nicht die Sonne scheint und nicht der Wind weht, wir dann eben zuschauen, wie in der Tschechoslowakei oder wie in Frankreich ein Atomkraftwerk neben dem anderen neu errichtet wird und die Schweizer darüber nachdenken, dass sie ihren Atommüll an der deutsch-schweizerischen Grenze im Endlager deponieren, ob wir hier vielleicht auch immer im Auge behalten müssen, dass wir ja auch in Europa nicht alleine sind. Also ich möchte bewusst immer wieder den Blick rausbringen aus unserem Deutschland, denn wir sind ja nicht allein auf der Welt. Wenn wir Stromnot haben, dann bekommen wir Strom von Frankreich oder von der Tschechoslowakei. Im Moment ist das ja andersrum. Genau. Ja, im Moment. Im Moment ist es mal wieder umgekehrt. Aber trotzdem, das sind einfach auch Fragen, die man berücksichtigen muss. Und ich stelle auch mal die Frage, ich habe es eben gehört, dass man, und wir haben ja ein Riesenproblem mit dem Atommüll. Ich habe gehört, es gibt Lösungen, dass man diesen Atommüll ebenfalls in sogenannten vierten Generation von Atomkraftwerken vielleicht so verwerten könnte, dass man danach weniger Strahlung hat. Da hätten wir ja vielleicht auch das Problem mit dem Atommüll auch besser gelöst, denn momentan suchen wir nach dem Endlager, was wir eigentlich nicht finden können, über so einen langen Zeitraum diese Energie sicher zu verpacken. Es wäre ja vielleicht auch interessant, ich meine, Deutschland ist dafür bekannt für die Ingenieurleistung. Jetzt ist aber dadurch, dass wir von Atomkraft weggehen, sind vielleicht viele Physiker und Leute, die da Know-how haben, die sind draußen, können ihr Wissen nicht mehr weitergeben. Inwieweit wird denn da weiter geforscht, dass man vielleicht auf dieser Spur vielleicht doch noch weitergehen kann, aber in einer beherrschbaren Form. Momentan ist Atomkraft natürlich ein großes Risiko, das ist mir bewusst, aber es ist, um da noch einen ganz kleinen Punkt noch mal anzumerken, ich hatte mal mit einem Wissenschaftler in Wien zu tun für ein Magazin, der beschäftigte sich mit neuen Antrieben für Automobile. Und ich habe dann gefragt, was meinte denn, was wäre denn die wirtschaftlichste oder ökonomischste Form und ökologischste Form des Antriebs für ein Automobil. Und er sagt, ein kleines Atomkraftwerk im Auto. Aber das ist natürlich alles noch nicht beherrschbar, sonst würde es das ja vielleicht schon geben. Ja? Ich glaube eben, dass wir Potenzial auch haben und uns darüber Gedanken machen müssen, können wir die Atomkraft irgendwie doch beherrschen und doch einsetzen oder wollen wir alle Äcker mit Solarpanels zupflanzen, weil die Fläche ist ja endlich. Das ist einfach mal provokative Fragen in die Runde und ja, bin einfach mal gespannt auf Ihre Meinung. Also wie viel Zeit haben wir? Nein. Also ich finde es völlig legitim, dass diese Fragen gestellt werden und sie werden ja rauf und runter gestellt. Sie werden sehr polemisch gestellt von der AfD jeden Tag im Deutschen Bundestag. Das sind genau die Argumente. Solange die anderen nicht machen, warum machen wir hier auf unseren Wohlstand diese Flatterenergie von Solar, das bringt alles nicht weiter. Guckt euch im Ausland an, die bauen alle neu. Also das Erste, zeigen Sie mir ein Atomkraftwerk, was geplant und ganz schnell realisiert ist. Alle Projekte, die wir augenblicklich haben, sind Investitionsruinen, wären überhaupt nicht in Finnland, in England überhaupt noch am Leben, wenn der Staat nicht massiv reingehen würde. Es ist keine
billige Energie, die damit suggeriert wird. Seitdem ich Energiepolitik mache, kommen die Mini-Reaktoren, die ganz fein sauberen, nachhaltigen Geschichten. Das Thema Kernfusion kennen hier einige garantiert seit Jahrzehnten. Was man uns immer versprochen hat, trat nicht ein bis jetzt. Wir haben eine Hochrisikotechnologie und ich kann Ihnen sagen, 2 Jahre, glaube ich, meines Lebens habe ich in der Endlagersuchkommission gearbeitet, die dazu geforscht und mit Wissenschaft etc. zusammen überlegt hat, wie kann ein Endlagersuche in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden. Und wir haben alle Alternativen, die weltweit bis dato diskutiert worden sind, rauf und runter besprochen. Es gibt diese Möglichkeit der schnellen, des Recyclings von Atommüll oder des Hochschießens ins All. Eine andere Geschichte ist rein in den Erdkern. All diese Geschichten sind aus damaliger und heutiger, meines Erachtens, Sicht keine Alternative. Und das Gefährliche an dieser Diskussion, trotzdem ist es ja gut auch, dass Sie es ansprechen, weil das ist die Realität. Wir haben genau diese Debatte derzeit. Nur mein Petitum ist, wenn wir uns nicht irgendwann entscheiden, dann schwingen und wir kriegen nicht die Investitionssicherheit, die wir gerade auch für die erneuerbare Branche brauchen. Und natürlich werden wir niemals national alleine unseren Energiebedarf auch decken, sondern es wird ein europäisches, es wird ein internationales Projekt sein. Wir werden große Wasserstoffmengen brauchen, die werden wir international auch heben müssen. Und trotzdem sage ich, wir haben enorm, es gibt eine tolle Ausarbeitung, ich glaube, Frau von Haaren, Uni Hannover, die mal die Flächenanalyse gemacht hat, was wir mit Photovoltaik alleine machen könnten, sind enorme Potenziale, die wir heben könnten, wenn wir es tun würden. Das Problem ist, die Debatten verleiten dazu, dann eben nicht den Hebel zugunsten einer Technologie wirklich umzusetzen. Und nach meiner festen Überzeugung ist das Einzige, was wir haben, Energie einsparen, Effizienz, ganz wichtig, und die erneuerbaren Energien. Das sind die beiden Punkte. Atom, Kohle und Gas sind aus meiner Sicht nicht nachhaltig und sie werden es auch in absehbarer Zeit nicht sein. Und ich muss jetzt die Verantwortung übernehmen. Ich kann nicht warten auf irgendwas. Ich bin demütig. Wir können in 10, 20 Jahren, kann man mir sagen, Herr Miersch, Sie haben es völlig falsch entschieden. Aber nach allem, was ich heute weiß, ist dieser Weg der Erneuerbare. Und das sage ich mit vollem Bewusstsein. Ich will mich gar nicht auf die Atomkraftdiskussion einlassen, weil da haben wir wahrscheinlich alle eine Meinung dazu. Und ich will nur eine Sache kurz erwähnen. Wir sehen das immer als politische Diskussion. Für mich ist das genau richtig eine wirtschaftliche Diskussion und das war schon immer. Und das Schlimme an der Sache ist, dass sie so nicht geführt wird. Witzigerweise gerade von Parteien, die angeblich wirtschaftsorientiert sind, wie die Liberalen in diesem Falle. Ich war früher Energieberater. Ich habe zum Beispiel in Kalifornien, San Onofre, das war zu der Zeitpunkt das größte Atomkraftwerk der Welt, operativ in Schuss gebracht, weil es nicht so wahnsinnig gut lief. Und mir hat damals der Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, weil ich gesagt habe, wie lange wollt ihr die Dinger eigentlich noch weiterlaufen lassen, eine sehr, sehr simple Sache gesagt. Er sagt, du, gar nicht debattieren, einfach nur den richtigen Preis ansetzen. Lass die ihre Rückstellung für die Wiederaufbereitung machen. Wurde nie gemacht. Das hat er, ja, in Kalifornien ist genau... In Deutschland ist das nicht passiert, in Kalifornien ist das eingeführt worden und die Dinger gehen einen nach dem anderen pleite. Das Atomkraftwerk in San Onofre funktioniert nicht mehr, gibt es nicht mehr, ist bankrott gegangen. Warum? Weil es zu teuer war. Atomstrom ist der teuerste Strom, den es überhaupt gibt. Und das wird... Wir wollen eine Klimadebatte führen und wir müssen auch eine Rohstoffdebatte führen und wir diskutieren dann über Uran. Wollen wir da wirklich drüber diskutieren? Ich muss vor allem jetzt die Spaßbremse sein und nicht Herr Miersch. Die Zeit rennt uns davon. Ich würde gerne die Fragen aus dem Publikum, wenn es denn welche gibt, jetzt zum Panel bringen. Ja, wir müssen vor allem auch eine Suffizienzdebatte führen. Sie haben es jetzt gerade gesagt, Herr Miersch, wird ja mal so getan, als müssten wir alles in der Gesellschaft 1:1 ersetzen, also den SUV, den wir mit fossilen Betrieben haben, in Zukunft dann nur elektrifizieren, dann wird alles gut. Da muss sich die Automobilindustrie natürlich sozusagen was überlegen. Wir müssen natürlich insgesamt weniger haben. Wir brauchen weniger Pkw, weniger Verkehr. Und was ich eben halt aktuell nicht wirklich sehen kann, ist, dass wir bei der Bereitschaft, Landverbrauch zu reduzieren, wenn gleichzeitig auch die Bundesregierung sagt, 400.000 zusätzliche Wohnungen pro Jahr. Wenn wir sagen, wir bauen weiter Fernstraßen, nehmen weiter, die auch durch Moore gebaut werden, A20, A26 Ost, A39, viele Beispiele, die es ja allein hier in Norddeutschland gibt. Dann stellt sich mir die Frage, wie passen
denn eigentlich sozusagen auf der einen Seite diese Ziele, die teilweise ja schon 20 Jahre alt sind oder noch viel länger, weil die Autobahn oder die Infrastrukturplanung so alt ist, zu den jetzt sozusagen aufkommenden Zielen, die wir eigentlich neu justieren müssten? Und wo ist eigentlich die Bereitschaft, im politischen Raum tatsächlich zu justieren? Und das ist ja in der Koalition auch eine äußerst schwierige Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir es noch nicht mal hinkriegen, in Deutschland ein Tempolimit zu vereinbaren, als auch wenn es sozusagen eher so ein Symbol kriegt, dann wird mir Angst und Bange, ehrlich gesagt, um die Frage, wie wollen wir denn eigentlich in anderen Bereichen unsere Ziele erreichen? Und meine Frage wäre an Sie, mehr oder weniger alle, wie wollen wir denn eigentlich der Gesellschaft klar machen, dass wir in dem Maße, wie wir bis jetzt sozusagen auch Energie verbraucht haben und wie wir auf Kosten des Planeten gelebt haben, in Zukunft nicht mehr weiterleben können? Wir brauchen eine Debatte über Suffizienz. Kann ich, wenn, dann sammeln wir. Ja, ja, Günther Lache, NABU Hamburg Süd. Ich will da nochmal anhaken, was Malte gesagt hat, und zwar ganz lokal hier. Wir haben die A26 Ost, die wird wieder Feucht- und Moorgebiete zerstören. Und wie Malte schon sagte, auf einer Grundlage einer Planung von vor 20 Jahren. Und da die konkrete Frage an Herrn Mirsch, setzen Sie sich für ein Autobahnmoratorium ein? Das heißt, wir müssen ja jetzt handeln. Ich meine, Sie haben es alle gesagt auf dem Podium, dass es Zeit ist, jetzt zu handeln. Wir haben keine Zeit mehr. Im Übrigen, was ich ein bisschen vermisst habe in der Diskussion, die Kipppunkte sind wenig diskutiert worden. Meines Erachtens sind einige Parameter nicht 5 vor 12, sondern 12 oder 5 nach 12. Und wenn wir nicht jetzt handeln, wann denn dann und auf was wollen wir denn noch warten? Und das sind konkrete Maßnahmen. Das Tempolimit 100, na klar, aber auch hier, wir zerstören schon wieder Feuchtgebiete und der Vortrag hat es ja vorhin gesagt, nicht? Ein riesiger CO2-Speicher, den machen wir dann schon wieder kaputt. Deshalb setzen Sie sich dafür ein, Herr Mirsch. Soll ich gleich direkt? Ja, das tue ich, weil wir einen, und da bin ich ehrlicherweise persönlich ganz schön stolz drauf, weil das in der Großen Koalition tatsächlich gelungen ist. Wir haben ein Klimaschutzgesetz verabschiedet und Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat dieses Klimaschutzgesetz als international vorbildlich auch vor dem Deutschen Bundestag nochmal gewürdigt. Damit haben wir einen Ordnungsrahmen geschaffen, der jede Bundesregierung und auch diese Bundesregierung dazu zwingt, ein fest vorgegebene Einspar-CO2-Ziele zu erreichen. Im Übrigen abgeleitet auch von den Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland innerhalb der Europäischen Union und der Europäischen Union gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft von Paris, ausgehend von dem 1,5 Grad, also 2 Grad, möglichst 1,5, so wie es da drin steht. Genau abgeleitet, für jeden erkennbar. Und meine Schlussfolgerung ist, weil wir jetzt gerade, leider ist es nicht richtig, naja, es wird in der Szene natürlich diskutiert, aber es ist noch nicht sage ich mal, nordkurvenfähig angekommen. Wir sehen jetzt bei den Monitoring-Berichten, dass wir diese Bundesregierung augenblicklich im Verkehrsbereich, im Gebäudebereich, im Landwirtschaftsbereich ein bisschen, aber vor allen Dingen Verkehr und Gebäude, diese Ziele nicht einhält. Und das, was wir dringend brauchen, ist eine Diskussion, wie wir es schaffen. Und dazu gehört ein Diskurs über die Mobilität der Zukunft. Und die Frage, welche Rolle spielen Autobahnen? Ich weiß, dass das bei mir in meiner Partei umstritten ist. Ich weiß es vor allen Dingen, dass es in dieser Koalition umstritten sein wird. Wobei dieser Verkehrsminister mir noch fortschrittlicher erscheint als alle davor zusammen. Aber wir sind noch nicht weiter gekommen. Wir sind noch nicht weiter gekommen. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, das ist die Auseinandersetzung und die Diskussion, die wir brauchen. Und es Ich finde es wirklich, ich kann es fast nicht ertragen, Ihnen jetzt zu sagen, warum dieses Tempolimit nicht kommt. Aber es ist eben so, dass in einer Koalition, wenn man eine Koalition eingeht, ein Koalitionsvertrag da ist, alle Partner zustimmen müssen und in jeder Koalition dieser Welt bislang ein letzter Satz in jeder Koalitionsabmachung drin ist, die Koalitionäre vereinbaren, alles, was im Parlament zur Debatte steht, einvernehmlich zu regeln. Und deswegen können, was weiß ich, die Linken, die anderen machen es ja nicht, AfD und CDU werden dies nie beantragen, aber die können dreimal ein Tempolimit beantragen. Wenn wir nicht koalitionsbrüchig sein wollen, müssen wir uns daran halten und wir haben im Moment keine Einigung in dieser Koalition erzielt, auch wenn es für mich ein wichtiger Schritt wäre. Suffizienz,
Das finde ich, ist das, ich will nicht zu viel reden, aber es ist das Spannende, auch gesellschaftspolitischer Art. Und ich finde, da brauchen wir Kunst, da brauchen wir Wissenschaft, da brauchen wir Wirtschaft. Suffizienz wird häufig, finde ich, in unserer, sage ich mal, Szenerie verstanden als, wir laufen alle bald in Jutesäcken rum. Das ist nicht mein Bild, wie ich breite gesellschaftliche Gruppen für unseren Gedanken der Nachhaltigkeit bekomme. Deswegen brauche ich Bilder, wie zum Beispiel Franz Alt gesagt hat, die Sonne schickt keine Rechnung. Das ist für mich etwas, wo ich sagen kann, wenn wir es mal aufgebaut haben, dann habe ich keine Endlagerproblematik. Natürlich kann ich mit Recycling und so, die Problematik kennen wir auch alle. Aber es ist ein Bild, wo ich sage, ich kann mich unabhängig machen. Wenn ich von Mobilität der Zukunft rede, heißt das, dass ich möglicherweise mit autonomem Fahren und anderen Antriebstechnologien Rufsysteme hinkriege, wo ich nicht mehr leidig diskutieren muss im ländlichen Raum, fährt der Bus oder fährt er nicht, sondern ich habe einen Mehrwert geschaffen, ohne dass ich mir möglicherweise ein Auto selbst anschaffen muss. Also solche Bilder zu wählen und gleichzeitig dann den Suffizienzgedanken damit zu transportieren, ist die größte Herausforderung, weil es häufig als du musst verzichten aufgefasst wird. Und wenn dann der Bundestagsabgeordnete das sagt, dann sagen sie, ja, du kannst es dir leisten. Du kannst, im Zweifel wirst du mit deiner schwarzen Limousine von A nach B rumgekehrt, was ja gar nicht stimmt, aber ist egal. So, jedenfalls nicht hier in Berlin könnte ich es anrufen. Aber das sind so Dinge, wo man gesellschaftspolitisch, finde ich, wo von NABU bis hin zu den fortschrittlichen Kräften wirklich diese Bilder des Mehrwerts entwickeln müssen, obwohl es eigentlich ein weniger ist. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Dann habe ich... Ich wollte noch mal was sagen zu dem Tempolimit. Ganz schnell. Es liegt doch an uns selber, langsamer zu fahren. Ja? Und jeder kann doch an seiner Tankrechnung sehen, wenn ich ordentlich auf die Tube drücke, dann brauche ich 20-40% mehr Benzin. Und wenn man nur ein bisschen mal einfach das vergleicht, dann sieht man, dass man sich mit 100 Stundenkilometer durchaus noch in einem schnellen und ökologisch und wirtschaftlich vernünftigen Rahmen fortbewegt. Also warum warten wir denn immer auf Gesetze? Das Ergebnis wäre, das Ergebnis... Das ist richtig. Wir brauchen die Gesetze für die, die sich daran nicht halten wollen. Ja? Aber dann muss man quasi noch mehr Informationen schaffen. Es ist so, vor 20 Jahren haben viel mehr Leute geraucht und nun, wenn man mal schaut, ist Rauchen out. Ja? Naja, aber gut, aber die wird man nie loswerden. Und wenn die grundsätzliche Haltung sich verändert, denke ich, dass man da auch viel mitbewirken kann. Die Konsequenz wäre, wenn wir alles regeln wollen, dann müssen wir ganz viele Gesetze schaffen, die überprüft werden und dann gibt es auch keine Freiheit mehr. Ja, also wenn wir die Freiheit haben wollen... Beim Tempolimit die Freiheit, das finde ich auch immer spannend, da wird freie Fahrt für Freibürger. Aber wir haben andere Möglichkeiten, oder, die Freiheit zu bewahren. Ich meine, die Freiheit wird schon weiter eingeschränkt werden müssen, wenn wir insgesamt das Klima regeln wollen. Und das ist jetzt nicht so, ich sehe überhaupt keine Freiheit da drin, wenn ich auf die Dube drücke. Ich mache es sowieso nicht. Ja. Ich sehe das nicht als Freiheitsbegriff, dass man das Recht hat, auf die Tube zu drücken. Das ist relativ stupide. Ja. Also das sehe ich nicht so. Aber es heißt in letzter Konsequenz, wenn wir das Klima retten wollen, dann müssen wir dafür Regeln aufstellen. Die Regeln müssen kontrolliert werden und die Kontrolle heißt eine Einschränkung der Freiheit. Das ist nun mal so. Ja? Aber das ist, je mehr Menschen da sind, umso mehr muss geregelt werden miteinander. Ja? Es tut mir schrecklich leid, dass ich diese Diskussion jetzt bremsen muss, aber unsere Zeit ist quasi vorbei. Ich habe noch eine allerletzte, relativ schwierige Aufgabe für Sie Panel-Teilnehmer. Überschrieben war diese Veranstaltung ja mit dem Titel
Also der Kipppunkt naht. Wie können wir denn den Klimawandel noch aufhalten? Und ich bitte Sie jetzt um eine Antwort in einem Wort. Was braucht es denn? Und das muss keine umfassende Antwort sein, das kann es vermutlich nicht. Was braucht es, dass wir eine Welt erhalten können, in der auch noch unsere Enkelkinder leben? Was muss passieren? Ein Wort pro Kopf. Ich weiß nicht, wer am schnellsten denkt und anfangen kann. Ach, Achtsamkeit. Menschsein. Mhm. Zuversicht. Umsetzungsgeschwindigkeit. Da wir hier auf dem Kunstfestival sind, es geht um Kreativität. Wir brauchen kreative Lösungen. Und damit entlassen wir Sie in den Abend. Nehmen Sie es mit, denken Sie nach. Herzlichen Dank an Sie alle. Herzlichen Dank an Sie, liebes Publikum, für die Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Und das war's.